Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus und heute gibt es mein Antwortvideo auf eure Fragen, die ihr fleißig gestellt habt. Hat mich sehr gefreut. Mein FAQ-Video habe ich ja rausgehauen und so viele Fragen. Und ja, ich bin extra heute nochmal rausgegangen dafür, weil die Sonne kam nochmal ein bisschen raus, habe mir hier mal so eine Ecke gesucht. Hier ist aber leider ein bisschen schattig. Eigentlich wollte ich das Wasser im Hintergrund haben. Vielleicht ein bisschen so, bin extra an die Elbe gegangen, aber so ist es zu dunkel. Also muss ich mich so rumdrehen, damit man mich noch einigermaßen im Licht sieht. Muss ein bisschen aufpassen, ein bisschen nass der Fußboden hier. Das ist gerade Flut gewesen und jetzt geht das Wasser langsam zurück. Das heißt, der ganze Boden hier, der ganze Sand ist ein bisschen nass, wie man hier sehen kann. Aber ich dachte, draußen das Video zu machen, ist ein bisschen interessanter als in der Wohnung oder so, ne? Wo ich in der Wohnung ja sowieso keinen passenden Hintergrund habe. Aber gut, jetzt gibt es eure Fragen, die Antworten auf eure Fragen, so besser ausgedrückt. Und ja, legen wir mal los. Erste Frage. Hasi2000 hat nämlich gefragt, wie ich in Wirklichkeit heiße. Und Angelus ist natürlich nicht mein richtiger Name und Gaming ist auch nicht mein richtiger Nachname. Ich heiße Manuel im normalen Leben. Und dann kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Das haben nicht nur eine Person gestellt, sondern mehrere. Der Hauru zum Beispiel auch hat gefragt, warum Angelus Gaming, oder andere haben auch gefragt, warum oder wie bin ich zu den Namen gekommen. Und das hat angefangen damals, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich habe die Serie Buffy und sowas geguckt und Angel und so. Und wer Angel kennt, der kennt natürlich auch seine böse Seite, also Angelus wird er da genannt. Und ich fand ihn eigentlich immer ziemlich cool. Und 2005 war das, glaube ich, oder 2004 oder 2005, als World of Warcraft rausgekommen ist, habe ich dort das erste Mal diesen Namen verwendet bei meinem Schurken in World of Warcraft. Und ja, das ist schon, wie gesagt, jetzt schon über 10 Jahre her. Und seitdem benutze ich den Namen immer online in irgendwelchen Spielen. Und deswegen dachte ich, das passt auch zu meinem Kanal. Angelus Gaming, fertig. Und Gaming, ja, weil ich Gaming-Videos mache. Ich habe mich nicht auf ein Spiel spezialisiert. Ich zeige nicht nur Destiny oder nur Elder Scrolls oder sonst irgendwas. Ich zeige viele verschiedene Spiele auf meinem Kanal und deswegen Gaming als Grundbegriff sozusagen, weil es um Gaming geht, Gaming-Videos, Let's Plays, alles Mögliche von verschiedenen Spielen. RBP Chris fragt dann noch, was war mein erstes Videospiel und meine erste Plattform? Das liegt schon ein bisschen länger zurück. Und zwar habe ich so meine ersten eigenen Sachen, die ich hatte als Kind, war ein C64 und später ein Amiga 500. Und ja, da habe ich dann so Spiele gespielt wie Zack McCracken, Monkey Island gab es schon auf den Amiga 500, so, sorry. Aber ich habe natürlich auch bei Freunden Game Boy gespielt, NES, Super Nintendo, Sega Master System und was da alles noch gab. Game Boy habe ich schon gesagt, ne? Ja, Game Boy und so. Kommen wir auch noch zur nächsten Frage. Der Blackstar hat nämlich gefragt, ob ich auch auf Handhelds spiele, also auf Game Boy oder 3DS. Was gibt's noch? PSP? Ich selbst überhaupt nicht. Habe noch nie so ein Gerät besessen und habe mich da eher immer auf PC spezialisiert. Und meine erste eigene Spielekonsole war die PlayStation 2. Das war 2010 oder so? Nee, früher irgendwann. Keine Ahnung. Schon lange her. PS2 war meine erste eigene Konsole, die ich dann zu Hause hatte. Sonst immer nur PC gespielt. World of Warcraft, Dark Age of Camelot und so weiter und so weiter. Der Thailan Yildirim fragt noch, ob ich früher gut in der Schule war und was so mein Notendurchschnitt war. Also, zu Anfang war ich nicht so gut in der Schule. Oder was heißt nicht gut? Ich war ein bisschen faul. Ich habe immer nur das Nötigste gemacht und ja, bin dann immer so durchgekommen. Am Ende war ich besser, so Berufsschule und sowas. Da ging es dann, da hatte ich für meine Fälle einen guten Durchschnitt. Ich hätte besser sein können, wenn ich mehr gemacht hätte. Habe ich aber nicht, weil ich zu faul war. Solltet ihr euch kein Beispiel dran nehmen. Und hatte dann einen Notendurchschnitt von 2,7 am Ende mittlere Reife. Ja, mehr habe ich nicht gemacht. Kommen wir gleich zur nächsten Frage, die auch wieder mehrere Leute gestellt haben. Ich habe mich jetzt trotzdem mal so hingestellt. Ist vielleicht... egal. Also, die Frage haben mehrere Leute gestellt und zwar, warum habe ich mit YouTube überhaupt angefangen und ja, welche Motivation hatte ich da und so weiter. Also, ich war ganz normaler Zuschauer, so wie ihr auch.
habe ich 2010 so richtig angefangen, regelmäßig YouTube-Videos zu gucken und YouTuber zu gucken und habe da auch meine ersten Kanäle abonniert, die ich heute immer noch schaue. Mein ersten Kanal zum Beispiel, den ich abonniert habe, das war der Frank Sirius. Nochmal schöne Grüße hier. Wir haben uns ja auf der Gamescom kurz treffen können und haben da ein nettes Gespräch gehabt. War der erste Kanal, den ich abonniert habe. Und den schaue ich heute noch. 2011 war das. Mit Crysis 2 Videos und so. Und ich hatte eigentlich damals immer schon Bock, sowas auch mal zu machen. Habe mich dann aber nie so wirklich durchgerungen, damit anzufangen, weil ja, ich hatte kein Aufnahmegerät, mein PC war schlecht. Und um Konsole aufzunehmen, braucht man ja eine Capture-Card und so weiter. Und ich hatte das einfach nicht und habe deswegen nie wirklich damit angefangen damals, weil ich nicht, ich wollte dieses Geld einfach nicht ausgeben, diese 160 Euro für so eine Capture-Card, weil ich nicht wusste, ob ich das überhaupt richtig schaffe, kann ich vor dem Mikro beim Spielen, kann ich da richtig reden, kann ich da was erzählen, dass das interessant ist für die Leute. Und deswegen habe ich mich immer nie getraut, die 160 Euro oder damals sogar noch teurer, die ersten Aufnahmegeräte, HDPVR gab es ja nur. Da gab es ja vielleicht ein, zwei Geräte zur Auswahl 2011 und mehr gab es da nicht. Habe ich mich nie getraut, damit anzufangen und habe dann erst angefangen, als ich eine PlayStation 4 hatte. Also letztes Jahr, wisst ihr ja, 2014. Und die PlayStation 4 hat diese super Funktion, dass man Gameplays da aufzeichnen kann, direkt mit der Konsole. Und damit habe ich meine ersten Videos aufgezeichnet, in der Destiny Beta. Ich habe mir da vorgenommen, wenn Destiny kommt, weil ich mich darauf sehr gefreut habe. Und ja, habe dann die Beta angefangen zu spielen, habe das mit der Share-Funktion aufgenommen, teilweise sogar auf Twitch gestreamt und von Twitch dann wieder zurück auf meinem Rechner, weil ich ja keine Capture-Card hatte. Und habe so die Videos dann trotzdem auch live kommentiert, später noch nachkommentiert, und das waren die ersten Videos, die ich hochgeladen habe, und habe dann gemerkt, das schauen sich ja wirklich einige Leute an, und habe dann schon positives Feedback bekommen, gute Kommentare, und habe dann wenig später dann auch gesagt, also die Beta war dann zu Ende, dann kam der August, im August war dann erstmal gar nichts, da habe ich angefangen mit dem Last of Us Let's Play von der Remastered-Version, auch auf der PS4, und in der Zeit habe ich mir dann gesagt, ey, ich habe jetzt schon fast 80 Abonnenten oder wie viel ich hatte, 60, 70, und habe gesagt, ey, so viele Leute schon, für mich waren das schon viele Leute, stellt euch mal 70 Leute, 70, 80 Leute vor, die vor euch stehen und euch zuhören oder euch zugucken beim Zocken, ja, und habe ich gesagt, ey, die Leute, die mich jetzt abonniert haben, die verdienen was Besseres, die verdienen bessere Qualität, ich möchte einfach bessere Bildqualität abliefern, besseren Sound abliefern, und habe mir deswegen sofort dann im August letzten Jahr die Elgato gekauft. Mit der nehme ich auf, das wissen ja schon viele, Elgato, super Gerät. Ich habe leider noch die alte Elgato. Für die neue HD60 hätte ich schon Lust, aber da fehlt mir im Moment das nötige Kleingeld, die auch noch zu kaufen. Aber ja, da im August habe ich mir sofort die Elgato gekauft, um einfach ja, die Videoqualität einfach besser zu machen für die 80 Leute, die bei mir da damals schon zugeguckt hatten. Und ja, es hat sich gelohnt. Ich denke, die Leute haben sich auch gefreut, dass dann Full-HD-Videos da waren. Mein Sound hat sich dann auch gebessert, da ich am PC aufnehmen konnte mit einem Mischpult, was ich eh schon hatte, weil ich ja, hobbymäßig da meine Musik mache und immer ab und zu ein bisschen rumsinge und so. Also ja, konnte ich das alles benutzen mit der Elgato zusammen. Und das hat natürlich die Videoqualität um einiges gesteigert. Und so nehme ich heute noch auf und das ist super. So, Sein Hassan hat dann noch gefragt, wie ich zu Destiny gekommen bin. Das habe ich ja eben schon mit der Frage davor schon ganz gut beantwortet. Ja, ich habe die Destiny Alpha-Version gespielt. Die hat mir sehr gut gefallen. Habe dann sehnsüchtig auf die Beta-Version gewartet. Habe die dann noch getestet mit Prophet und Katan, mit denen ich heute auch noch zusammen spiele. Und von Anfang an hat mir das Gameplay einfach so Spaß gemacht, dass ich mir dann sofort auch die Vollversion sofort vorbestellt habe. Nach der Beta sogar schon vorbestellt. Ja. Also wir haben früher schon so viel Halo gespielt und das hat uns auch schon... Spinne, die hier irgendwie vom Baum abgeseilt wurde. Mensch. Ja, das ist halt, wenn man in so einer schattigen Ecke steht, dann fliegen ja auch mal Insekten rum. Also, wir haben Halo früher gespielt auf der Xbox 360.
alle Teile, alle Halo-Spiele, die es geht. Und deswegen waren wir von Bungie immer sehr, sehr begeistert, was die für Spiele machen. Und Prophet und Katan haben dann gesagt, ey, die machen ein neues Spiel, das kommt auch auf die PS4. Das heißt Destiny, das müssen wir uns holen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich teste das erstmal. Die haben sich das sofort bestellt und waren da sofort schon sicher, dass sie das haben wollten. Und ich habe mir dann eher gesagt, ich warte lieber nochmal und teste das. Und ja, dann kam die Alpha-Version, Bombe gewesen. Dann kam die Beta-Version, noch bombiger, also sofort gekauft. Ja, so bin ich zu Destiny gekommen. The Gamer fragt, wie lange wirst du noch Destiny spielen? Ganz einfach, so lange, wie es mir Spaß macht. Kann ich nicht so sagen. Also die haben Destiny für über 10 Jahre geplant, dass sie das am Leben halten wollen mit neuen Inhalten, neuen Teilen und so weiter. Und ich werde so lange spielen, wie es mir Spaß macht. Und ja. Rob Gaming TV fragt, was fragt er denn überhaupt? Rob Gaming TV fragt, warum oder was ich denke, warum Leute mich abonniert haben. Schwierige Frage, kann man glaube ich selbst nicht so wirklich beantworten, oder? Ich meine, man fängt halt an mit Videos, man kann sich nicht vorstellen, finden die Leute das gut? Man versucht sein Bestes zu geben. Ich habe, wie gesagt, ich war lange selber YouTube-Zuschauer und ich wusste von Anfang an, was gefällt mir auf YouTube? Warum gucke ich diesen YouTuber, warum gucke ich den YouTuber? Was gefällt mir an Let's Plays, was gefällt mir nicht an Let's Plays? Und habe natürlich versucht, alles, was ich nicht mag, besser zu machen. Und ob das dann gelingt, das müsst ihr als Zuschauer dann natürlich entscheiden, ob ich gute Videos mache, ob ich die Arbeit ja am Ende unterhaltsam rüberbringe. Und das kann man selbst immer nie so sagen. Deswegen kann man auch nicht damit, man kann auch nicht abschätzen, irgendwie, ob Leute einen abonnieren, ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Das ist alles Glückssache so ein bisschen auf YouTube, ob man gut ankommt. Ich meine, man kann ja von sich selbst nicht sagen, oh, ich bin super sympathischer Typ, ich bin voll der Geilste. So, weiß ich nicht. Deswegen abonnieren mich alle, weil ich voll sympathisch bin und so. Das weiß ich nicht. Einige können sich vielleicht selber einschätzen. Ich kann das nicht. Ich wusste vorher nicht, ob das Leute gucken. Ich habe es einfach gemacht, einfach angefangen mit YouTube und freue mich, dass Leute mich abonnieren. Jeder Einzelne. Und ja, jetzt sind es schon über 6.000. Deswegen gibt es hier mal so ein Special Quatsch in die Kamera, eure Fragen beantworten, meine Antworten für eure Fragen. So. Starkiller 2102 und Epic Gamer TV fragen beide theoretisch das gleiche. Epic Gamer fragt, ob Bungie neue DLCs zu Destiny rausbringen wird und Starkiller fragt, ob es ein Destiny 2 geben wird oder nur Add-ons und so weiter. Beides. Wir haben ja jetzt gerade erst das erste Jahr rum. Da gab es viele Updates, die arbeiten ja ständig am Spiel. Wenn man nur alleine das Update 2.0 sieht, was sie allein an den ganzen Waffen geändert haben, war ja schon ein riesen Update für sich, was bei Battlefield vielleicht alle halbe Jahre mal kommt oder so. Und dann auch noch ja, The Taken King mit einem riesen Update, davor noch DLC 1 und 2, denke ich, dass das noch lange nicht alles war, wenn die 10-Jahres-Plan hatten. Und ich denke auch, dass es in Zukunft, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber vielleicht danach, ein Destiny 2 geben wird. Und ich glaube auch, dass irgendwann in der Zukunft, vielleicht Destiny 3, 4 oder so, dass die alten Konsolengenerationen, die Xbox 360 und die PlayStation 3, nicht mehr unterstützt werden von Bungie. Man sieht das ja an der Entwicklung schon von anderen Spielen, dass die da immer mehr Abstriche machen und immer weniger für die alten, ich nenne sie mal alten Konsolen, machen. Zum Beispiel Call of Duty Black Ops 3, jetzt ein gutes Beispiel. Black Ops 3 kommt auf die Xbox 360 und auf die PS3 ohne Singleplayer-Kampagne. Dort gibt es dann wirklich nur noch den Multiplayer-Part zu spielen. Und Singleplayer-Kampagne dann nur noch auf den Next-Gen-Konsolen, jetzt auf der PS4 und der Xbox One, einfach weil ja, die Alten das nicht von der Performance hin schaffen, weil die da wieder so ein Epic-Feuerwerk machen. Und ich denke, so ähnlich wird sich das auch später mit Destiny verhalten, dass die Spiele dann einfach nicht mehr für die alten Konsolen rausgebracht werden. Der Robin Deary fragt, was war mein erster exotischer Beutezug und wie lange habe ich dafür gebraucht? Das war recht früh. September angefangen mit der Vollversion von Destiny. Ich war noch nicht mal
einmal in der gläsernen Kammer drin, habe nur ein paar Strikes und sowas gespielt und viele Beutezüge gemacht. Und da habe ich dann den ersten Exo-Beutezug bekommen. Man kann sich ja dann zwischen drei auswählen. Und ich habe den für schlechtes Karma gewählt, die Bad Juju. Und da musste man ja 25 Strikes spielen. Und das hat zu der Zeit noch recht lange gedauert, war meine erste exotische Waffe und am Ende, als ich sie dann hatte, total enttäuscht, was das für ein Dreck war. 15 Schuss hatte sie damals nur, die Bad Juju. Ja, aber mein erster Beutezug und die erste Waffe, die ich aus dem Beutezug bekommen habe, Bad Juju. Und dann geht's auch gleich weiter mit einer ähnlichen Frage von Sir Kadul. Und zwar, was war meine erste exotische Waffe in Destiny? Und das habe ich auch letztens im Jahr 1 Talk schon erklärt. Das war die Falkenmond. Habe ich aus einem legendären Waffenengramm bekommen. Habe mich riesig gefreut, weil die Waffe dann auch noch so cool aussah, so einen geilen Sound hatte, sich so gut gespielt hat, dass sie von Anfang an dann meine erste und lieblingsexotische Waffe in Destiny war. Ja. So, aber Sir Kadul fragt auch noch, was ich von den neuen Schwertern halte. Und ja, ich beantworte ihm mal zwei Fragen, denn Sir Kadul ist wirklich einer, der von Anfang an mit auf meinem Kanal dabei ist und immer sehr viel bei uns kommentiert, auch bei ProNDC. Und er ist auch in den Streams immer dabei. Also zweite Frage jetzt ausnahmsweise auch noch von Sir Kadul, was ich von den Schwertern halte. Ich finde sie cool. Allerdings mag ich sie nicht besonders im PvP. Man kann ab und zu damit eine gute Serie reißen, dann müssen die Gegner aber schon sich richtig blöd anstellen oder man muss die irgendwie überraschen, weil, jetzt mal ernsthaft, wenn der mich sieht und ich renne mit einem Schwert auf den zu, dann holt er eine Pumpgun raus, Shotgun, und haut mich weg. Oder ich kriege eine Super um die Ohren oder sonst irgendwas. Raketenwerfer, das ist ja schwere Munition. Man kann das Schwert nur benutzen, wenn man die schwere Munition hat. Das heißt, die anderen haben schwere MGs und Raketenwerfer am Start. Was will ich denn da mit einem Messer, Alter? Also Schwert, Messer, ja. Aber kommst du mit einem Schwert zur Schießerei oder kommst du mit einem Schwert zur Bombardierung? Nö. Allerdings finde ich sie im PvE allerdings richtig cool, weil Champions kann man damit sowas von wegmessern, das geht richtig, richtig gut, weil die sind ja auch noch kurz benommen, wenn man sie mal schlägt und gleich danach noch ein paar mehr Schläge macht, jetzt tanze ich hier schon mit der Kamera so, ne? wenn man da ein paar Mal auf die draufschlägt, dann können die nichts machen und das ist schon sehr, sehr geil, also das gefällt mir richtig, richtig gut im PvE. Ich habe bisher nur eins, ich arbeite jetzt gerade an den exotischen Beutezug. Den muss ich noch machen, dann habe ich mein exotisches leeres Schwert und dann werde ich das auf jeden Fall mal testen und da auch Videos zu machen vom Gameplay und so. Und mein Jäger, der holt sich das Solarschwert, habe ich auch schon angefangen, aber musste so noch leveln, mein Jäger hängt noch ein bisschen zurück. Mein Titan, den habe ich noch gar nicht gespielt, der Titan ist immer noch Level 34, aber der holt sich dann irgendwann auch noch das Arcus-Schwert. So, der Kollege Puzzles fragt, ob ich gerne Astra trinke. Ich bin ja aus Hamburg, aber Astra manchmal, wenn wirklich nichts anderes da ist. Also wenn man so unterwegs ist auf Kiez, mal ein bisschen Disco, ein bisschen in die Clubs und so, dann ist Astra meistens auf dem Kiez das günstigste. Man kriegt das teilweise schon für 1 Euro und dann trinkt man das mal, weil der Rest einfach zu teuer ist. Und dann haue ich mir auch mal ein Astra rein, aber nö. Ich bin eh nicht so der Viel-Biertrinker und wenn, dann muss schon der Geschmack stimmen. Und wenn es nur um Bier geht, mag ich gerne Beck's Gold oder so Mischgetränke wie Schäferhofer, Grapefruit oder die ganzen Lemon-Sachen und so weiter. Ja, Pussy-Bier, egal. Ich will ja auch was schmecken, ja. Und Desperados, sehr, sehr geil. Der Nilgün Yildiz fragt noch, was ich für ein Headset benutze. Und ich benutze schon sehr, sehr lange, seit 2011, seit Crysis 2 damals rausgekommen ist und ich da Multiplayer gespielt habe, benutze ich ein Turtle Beach PX4. Nee, PX5. Ja, Turtle Beach PX5. Das benutze ich auf der PlayStation wie auch auf der Xbox schon seit 2011 und ich bin damit super zufrieden. Das hat so eine Decoder-Station und 7.1 Surround Headset, das benutze ich zum Zocken. Der Lukas Becker fragt, was ist mein Lieblingsspiel auf der PS4? Und zurzeit muss ich sagen, jetzt auch wieder durch Taken King, Destiny habe ich jetzt wieder jeden Tag an, deswegen. Man hat da
PvE-mäßig wieder so viel zu tun. Guck mal, wie die Sonne da hinten durch die Bäume scheint. Geil, ne? Also man hat wieder so viel zu tun in Destiny, dass mir das wieder richtig Spaß macht. Und ansonsten finde ich auch auf der PS4 immer noch The Last of Us richtig gut. Auch wenn es nur remastered auf der PS4 ist und das auf der PS3 schon erschienen ist, finde ich das auf der PS3 genau wie auf der PS4 immer noch ein Bombenspiel von der Geschichte her und vom Gesamtpaket. Der Philipp mich fragt, ob es mal wieder die Destiny YouTuber Nightfall Challenge geben wird. Und ja, wir arbeiten dran. Wir wissen selbst, dass wir in der Koop in letzter Zeit ein bisschen wenig gemacht haben. Wir haben da letztens auch noch drüber gesprochen, als wir mit dem Jahr 1 Talk fertig waren, dass wir da wieder in Zukunft was machen müssen. Und wir wollen auch. Wir haben ja Lust, auch mit den anderen Leuten was zu spielen. Und ich habe mir auch extra noch die Xbox gekauft, damit ich auch mit Lightning Soul mal zusammenspielen kann, mit Puzzles, wegplätten und so. Und ja, ich habe halt im Moment, dadurch, dass jetzt wieder so viel zu tun ist in Destiny, weniger Zeit, die Xbox-Charaktere hochzuziehen, weil auf der PS4 ist immer noch meine Hauptkonsole. Das heißt, das sind meine Hauptcharaktere und die will ich zuerst fertig haben und damit raiden gehen, bevor ich mich dann wieder, wenn ich Zeit habe, an die Xbox setze. Und das ist immer das Problem. Das heißt, die Lightning Soul und Puzzles spielen nur auf der Xbox, Wegplätte natürlich auch, nicht vergessen. Und ja, da hänge ich dann natürlich echt zurück. Und das Einzige, was ich machen kann, also in den Raid kann ich da nicht auf der Xbox. Ich kann da höchstens ein paar Runden mit dem PvP drehen. Und jetzt aber haben wir in letzter Zeit wieder alle so viel zu tun. Jeder macht seine Taken King Videos und jeder muss da seine Ausrüstung leveln, dass da im Moment wieder nicht so viel los ist. Aber ja, ich habe ja auch zum Beispiel ein Dual Commentary gemacht mit dem Kind. Auch ein sehr, sehr netter Typ und der spielt auch auf der PS4. Und da haben wir wieder einen guten Destiny-YouTuber dazu bekommen. Und wir arbeiten auf jeden Fall an neuen Ideen für die Challenge und wollen da auf jeden Fall was machen. Der Khan Saka fragt, Destiny oder ESO? Und da muss ich sagen, im Moment, Destiny. Gefällt mir besser. Ich habe ESO jetzt ein bisschen zurückgeschraubt, habt ihr ja schon gemerkt, fast kommt im Moment gar nichts mehr. Ich mag ESO wirklich. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und wenn ihr Spaß an dem Spiel habt, dann spielt das. Verbringt eure Zeit da drin. Es macht Spaß. Es ist ein super Spiel auf der PlayStation 4 vor allem. Sowas gab es noch nicht auf der Konsole. Aber für mich als YouTuber, wenn ich Videos machen möchte von verschiedenen Spielen, frisst Elder Scrolls einfach so viel Zeit, dass ich gemerkt habe, dass das geht nicht mehr. Und deswegen habe ich das ein bisschen zurückgeschraubt, weil ich habe gemerkt, selbst ein PvP-Video für Elder Scrolls, da muss man stundenlang spielen, um da Szenen zusammenzukriegen. Und das sind Stunden, die fehlen, um Videos zu machen von anderen Spielen. Und jetzt gerade, wo Destiny wieder so viel ist, schaffe ich das mit Elder Scrolls Online überhaupt zusammen nicht. Und da muss ich gucken, was ist mir wichtiger oder was möchte ich auf Dauer mehr machen. Und da Elder Scrolls sich nicht ändern wird vom Zeitaufwand her, bleibe ich da lieber bei Destiny und mache zusätzlich meine Let's Plays, wo ich Bock drauf habe. So, aber ich habe jetzt hier schon über 30 Minuten Bildmaterial aufgenommen. Das muss ich natürlich noch schneiden. Aber mein Akku sagt, ich habe nur noch einen Balken. Deswegen jetzt schnell nochmal die letzten Fragen für euch hier. Der Xadras, der fragt, wie bin ich zu Elder Scrolls gekommen? Und was war mein erstes Elder Scrolls Spiel? Und mein erstes Elder Scrolls Spiel, was ich selber gespielt habe, war Oblivion. Auf dem PC habe ich das gespielt. Und danach irgendwann dann auch noch Skyrim auf der Xbox 360. Ich habe aber nie ein Elder Scrolls Teil durchgespielt. Da habe ich irgendwann immer keine Ausdauer mehr für gehabt. Ich habe da immer über 80 Stunden drin verbracht und kein Ende gefunden, zum Beispiel in Skyrim, dass ich da nie zum Ende gekommen bin. Die einzigste Story, die ich durchgespielt habe, war Elder Scrolls Online, wo ich einmal wirklich bis in den Veteranenränge durchgespielt habe und auch den Endgegner sozusagen besiegt habe. Aber das ist ein MMO. Eigentlich kann man das nicht durchspielen, aber ja. So bin ich zu Elder Scrolls gekommen. Der Jonas Buller fragt, ob ich HSV-Fan bin. Nope. Ich bin seit meiner Kindheit Bayern-Fan. Ja, das sage ich auch so. Bin ich, auch wenn ich in Hamburg wohne, bin ich trotzdem Bayern-Fan seit meiner Kindheit. Also das ist schon richtig lange und da ändert sich auch nichts dran. Und HSV hat mich noch nie interessiert. Also wenn ich Fußball sehen will, dann will ich Spieler sehen, die ich auch aus der Nationalmannschaft kenne. Das war früher als Kind immer schon so. Und deswegen bin ich bei Bayern irgendwie hängen geblieben bis heute. Ja, Bayern München.
Der Alibaba fragt noch, und das ist die letzte Frage, die ich beantworten werde, wie waren die ersten Raids in Destiny für mich? Puh, das war echt interessant. Ich habe mich von Anfang an darauf gefreut. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wie bringen die das hin, so Raid-Mechaniken in einem Shooter einzubauen, ja? Ich kenn natürlich Raids von World of Warcraft zum Beispiel oder von Dark Age of Camelot, wo man mit mehreren Leuten da im Raid unterwegs war. Und da habe ich mich immer gefragt, wie kriegen die das hin, einen Shooter zu nehmen, wo man dann mit 6 Leuten unterwegs ist, um da Raid-Mechaniken einzubauen. Weil eigentlich dachte ich immer, es kommt doch immer nur darauf an, wie gut jemand mit dem Gewehr schießen kann. Und wenn einer immer nur Headshots gibt, dann ist der im PvE schneller durch die Mission durch, als jemand, der die Köpfe nicht trifft. Und da habe ich mich immer so gedacht, ey, wenn da gute Spieler reingehen in den Raid, dann ist es doch ratzfatz erledigt. Und dann war ich so überrascht, als ich dann in der gläsernen Kammer war, dass die da Spielmechaniken eingebaut haben, die mich so überrascht haben, sowas in einem Shooter zu sehen, dass man wirklich als Team zusammenarbeiten muss. Das war neu und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und für die gläserne Kammer, den ersten Durchlauf, habe ich über 6 Stunden gebraucht. Also, das war schon richtig interessant. Und der Crota Raid dann, als er neu war, genauso. Wieder neue Sachen, die man da lernen musste mit der Brückenphase und sonst was. Am Anfang wusste man ja noch nicht, wie man da durchkommt. Es wusste am Anfang auch nicht, dass später da jeder solo durchrennt. Am Anfang war alles neu. Und ich bin so froh, dass sie jetzt Oryx Raid so gut hingekriegt haben, dass man da nicht mehr alleine durchkommt, sondern da noch mehr und wirklich noch wichtiger das Teamplay ist. Und das gefällt mir richtig, richtig gut an Destiny, dass man da mit 6 Leuten wirklich was erreichen kann und ja, Spaß haben kann. So Leute, das waren die Antworten auf eure Fragen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Das war eigentlich auch fast alles. Ich bin nur gut hingekommen mit meiner Akku-Energie. Und ja, man sieht hier, wo ich hier rumgegammelt bin. Ich wollte halt irgendwie dicht an die Elbe ran. Ich hoffe, die Autobahn hat man ja im Hintergrund ein bisschen gehört, dass sie nicht zu laut war. Aber es ist nun mal die Autobahnbrücke. Oh, es blendet die Sonne hier aber übelst stark hier rein. Dreh ich mich einfach um, dann ist mein Gesicht voll hell, Alter. So, aber ich gehe jetzt wieder nach Hause. Dann werde ich das Video noch schneiden und hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat, mich auch mal wieder so in freier Wildbahn zu sehen, in der Natur. Hier sieht man noch im Hintergrund schön das Wasser. Boah, jetzt blendet die Sonne aber übelst. Und diese Brücke da, die man da sieht, unsere Autobahnbrücke hier, wenn ihr die Longboard-Tour von Dana und von Ungespielt gesehen habt, die sind da rüber gefahren, als sie Hamburg wieder verlassen haben. Das war, ich glaube, Folge 7, 8, 9. Müsst ihr mal gucken, wenn sie Hamburg verlassen, aus Hamburg wegfahren, dann fahren sie über genau diese Brücke da. Ja. So Leute, also ich gehe jetzt nach Hause, bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und sage wie immer, ciao, ciao, bis zum nächsten Video.